Die letzten Videos waren über das Überleben und wir haben überlebt, um euch die Lifehacks zu zeigen. Nehmt eine gewöhnliche Plastikflasche und auf dem Deckel macht zwei Schnitte, wie im Video gezeigt. Zeichne nun zwei parallele Linien in den gleichen Abstand von der Mitte des Deckels. Und an diesen Stellen mach zwei Schnitte. Jetzt musst du den Deckel in der Mitte biegen und die Klinge des Cutters durch die Löcher stecken. So soll es aussehen. Wir schneiden die Flasche in zwei Teile, entfernen das Etikett und wir haben ein perfektes Gerät, mit dem man das Salz aus der Flasche schneiden kann. So einen Salz kann überall benutzt werden, aber das Wichtigste ist, dass man damit die Gegenstände zusammen verbinden kann. Wenn die Verbindung etwas schwach geworden ist, dann erhitze einfach den Salz mit der Wärme. Es zeigt sofort seine Schrumpfeigenschaften und zieht die Objekte zusammen. Wenn du gerne bastelst, kann es passieren, dass du etwas an so eine 9-Volt-Batterie anschließen musst. Aber du kannst doch nicht immer die Kabel mit den Händen halten. Nimm die gleiche, aber nicht funktionierende Batterie und mit einem Schraubendreher löse die Batterieschale. Zieh das Innere heraus und schneide die Platine mit Kontakten ab. Jetzt wird's leichter. Mit einem Lötkolben löten die Kabel an die Kontakte der alten Batterie. Fertig! Jetzt können wir unsere Glühbirne leicht an jede Batterie anschließen und genauso einfach ausschalten. Wir haben eine Art Taschenlampe gebaut. Wir zeigen dem Stefan die Lampe. Hey, beiße es nicht! Es ist doch ein Strom! Wenn du die Bankkarte in deine Brieftasche hast, solltest du am besten so machen. Nimm ein kleines Stück Papier, schreibe darauf das Wort PIN, drei beliebige vierstellige Zahlen und stecke es in der Brieftasche. Wenn du es verliest, die Person, die es findet, sieht die Karte und die Pins, wird wahrscheinlich das Geld von der Karte abheben. Und nachdem er drei falsche Codes eingibt, schluckt der Automat die Karte und die Bank wird dir eine neue geben. Jetzt brauchen wir so eine Plastikflasche von Pepsi und eine Knie zum Wasserrohr verbinden. Mit der Wärme gut erwärmen die Innenseite des Knies. Und wenn der Kunststoff ein wenig geschmolzen ist, setzen es auf den Hals der Flasche. Es soll so ein Teil werden. Jetzt bohren wir ein Loch von 4 bis 5 mm Durchmesser auf der äußeren Seite des Knies und schneiden die Flasche ungefähr an diese Stelle. Jetzt brauchen wir so eine Cola-Dose, die in Pepsi passt und etwas schwer geht. Als nächstes nehmen wir das Hackfleisch und füllen damit die Pepsi-Flasche auf. Seid ihr schon gespannt, was es wird? Wenn die Flasche voll ist, nehmen wir einen langen Holzspieß und stecken es in die Bohrung. Verbinden Pepsi mit Cola. Drücken auf die Flasche und passiert die Magie. Aus dem Knie kommt eine riesige Wurst am Stiel heraus. Versuchen es nochmal. Auf sowas kann ich ewig schauen. Wenn man einen dünneren Knie nimmt, werden die Fleischstäbchen dünner. Es bleibt uns ein Feuer zu machen und es richtig zu grillen. Probiert es selbst, es ist einfach köstlich.